Weiß ich natürlich Janik? nicht. Ja, ich bin jetzt gespawnt. Ich bin auch gespawnt. Ich bin auf jeden Fall in der Fabrik. Ich bin auch in der Fabrik. Aber bist du auf Hocke? Ich bin auf Hocke. Okay, hast du eine rote Mütze? Ich guck. Bei mir wird geschossen. Bei mir wird gleich geschossen. Okay. Bist du jetzt nach rechts gelaufen? Ja, so ein bisschen. Okay, ich stehe hinter dir. Hi. Hallo, hi. Deswegen, du hast mir den Rücken zugedreht und ich wollte erst mal fragen. Alles klar, Sven. Action. Janik? Ich bin, hi. Guck mal eben, genau, in diese Richtung da nach oben. Da lief gerade einer. So, und jetzt? Janik, ich hab Angst. Also, der Schlüssel kommt von rechts. Also laufen wir nach links. Können wir? Alles klar. Oder war der Tor 1? Wir müssen irgendein Tor finden, damit wir entkommen können. Ja. Da ist vielleicht schon eins links von uns. Da ist eine Tür auf jeden Fall. Ich hab echt Angst. Eine Fabrik, ja, okay, die Map kenne ich. Die war ganz am Anfang auch schon da. Ich hab die mal bei der Pizza gesehen. Irgendwie vor 2 Jahren. Also so gut. Naja, also. Dann wird es seit 3 Jahren in der Early Access. Hier ist ein Tor. Ja. Ich glaube nicht, dass wir entkommen können. Kann die Tür irgendwie aufmachen? Nee. Alter! Janik! Warte. Okay, nee, man kann. Man kann irgendwie durchsuchen oder so, ne? Nee, durchbrechen. Ach so. Uns fehlt ein Schlüssel, um zu entkommen, Sven. Gesetzlich. Oder wir warten hier, bis einer mit dem Schlüssel ankommt und den machen wir dann weg. Okay, ich höre schon dritte. Ja, links von uns. So ist gut. Ich bin voll auf WC, ich hab voll Angst. Ich hab Granaten. Ich hab 3 mit 6. Ich hab 3 mit 6. Ich hab eine Handgranate dabei. Okay, krass. Ich habe irgendwie noch eine Karte bei mir, aber ich weiß nicht, was das für eine ist. Okay, ich auch nicht. Okay, ich habe Granaten auf 4 und 5 gesetzt. Wieso hast du Granaten? Weiß ich nicht. Soll ich mal werfen? Nee. Wie geht das eigentlich? Man nimmt die. Okay. Hör auf, mit Granaten rumzutesten, nicht jetzt. Okay. Ich dachte, dann nimmst du die nämlich gerade direkt. Das war so eine komische Animation. Aber hier steht mal von Granate und sichern. Vielleicht kann ich die hier aufballern mit einer Granate. Ich teste das ganz gesichert. Nein! Janik! Wir sterben! Vielleicht geht das ja. Wie mach ich. So, wie werfe ich? Wahrscheinlich G, oder? Boah! Okay, passiert nichts. Okay, also. Ich hab eine Granate verschwendet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der geht schießen. Ich weiß! Ich bin gewappnet. Das ist voll schlechtes Gameplay, was wir hier gerade zeigen. Was für Gameplay? Ja, deswegen. Geht das eigentlich mit G? Nee, mit G wirst du nicht. Du musst hier quasi auf die Hand auswählen. Und wenn du den ja in der Hand hast, musst du auch werfen mit Linksklick. Oh, mit Rechtsklick werfe ich die auch. Oh. Wo hast du den hingeworfen? Weggucken! Hey! Bist du tot? Janik! Du bist nicht tot, das war eine Blendgranate. Alter, ey. Ich soll schon weggucken. Ja. Also wenn du rechtsklickst auf Info, da zieht er den Stift schon mal raus, aber du hast den noch in der Hand. Weißt du Bescheid? Ich habe jetzt keine Granaten mehr, du musst das, ne? Man muss doch testen, Sven. Alles klar. Weißt du, jetzt habe ich so einen hässlichen Kackfleck bei mir auf dem Bildschirm. Den habe ich auch immer, wenn ich eure Facecam mit aufnehmen muss. Gleich bist du durch. Ja, Sven, weißt du? Willst du den Krieg anfangen, Minion? Nee. Ich brauche sie noch. Du weißt, ich bin deine einzige Überlebenschance. Und du bist meine. Ich habe eine. Ach so, ich habe eine Laborschlüsselkarte irgendwie. Ach, die ist geil. Die brauchen wir für den Endraid. Das heißt, wir müssen lebend rauskommen und dann können wir den Endraid schon machen. Okay, und wie kommt man hier raus? Durch das Tor. Also nicht einfach 50 Minuten überleben? Nee, dann sind wir automatisch tot.
Wenn die Zeit abläuft, sind wir tot. Nee, fehlt ein Extraktionspunkt. Tor 3. Oder die Kamera-Bunkertür. Ich sehe hier keine Kameras, also das ist das höchstens Tor 3. Warum machen die hier keine Tor, hier keine Zahl hin? Tor 3, Digga. Das wäre echt geil. Alles klar, Sven. Ich mach die Tür auf, ne? Okay. Bleib du in der Ecke. Dann hast du nämlich sonst... Alles klar, bereit? Ich öffne die auf 0. Wenn oben rechts 0 steht. Bereit? Ja. Alter! Oh, falsche Taste. Man muss sich ankündigen, Sven. Achso, du hast die Tür aufgemacht. Alter. Okay, hier liegen 10 Leichen vor der Tür. Echt? Ja. Gefühlt, ja. Ich will die auch nicht looten, weil ich hab dann Angst, dass einer bekämpft die gerade. Oh, ist doch eine Leiche. Ja, cool. Na, Digga, wie geht's? Die Leiche will ich töten. Den tue ich ruhig mal. Ich töte mal eine. Hier geht's in den Keller. Keller ist auch immer gut, oder nicht? Weiß ich nicht. Aber ist ein Ausgang nicht eigentlich immer Erdgeschoss? Ja, vielleicht finden wir ja die geile Bunkertür. Aber ich brauche dafür auch noch einen Schlüssel oder so. Ja, das auf jeden Fall. Okay, ich bin wieder oben. Umdrehen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Also vermutlich. Ah, ne, hier geht's normal weiter. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hier kommt man nicht durch. Der blinkt aber nicht. Hier kommt man durch. Ja, wo ist Sven? LOL! Ja, wo ist Sven? High five, mein Junge! High five! Easy! Komm! Easy! Dieses Game of my life, ey. So, wo willst du hin? Fabrik, Junge, nochmal. Fabrik, okay. Wir haben jetzt unsere Main Map gefunden, wo wir Sachen snacken. Genau. Ah, jetzt steht's wieder. Okay, Tor. Okay, jetzt den Ausgang von gerade können wir nicht nehmen. Wir haben jetzt Tor 3, Tor 0 oder den Keller. Wir sind im Keller. Alles klar, Sven, hau ab. Das ist auch voll. Ne, wir sind nicht im Keller, wir sind im Erdgeschoss. Fick. Alles klar, andere Richtung. Das ist offen. Auf jeden schießt der nicht und der nicht so aussieht wie ich, Sven. Eine Bauarbeitermütze, alles klar, sehe ich mich. Kann ich mitnehmen, alles klar, gehen. Ja, noch mal Fenster hier. Nochmal. Kann ich auch nicht mitnehmen. Bin tot! Rechts. Was ist, Sven? Ne, ich bin auch tot. Okay. Okay, da war ein Spieler. Kopf knapp. 33 Sekunden überlebt. Nice. Mach dich bereit, Teamarbeit. Mach dich bereit, Teamarbeit. Ach, Janik. So, überleben länger als 23 Sekunden. Das ist doch drin. Ich hoffe es. Und let's get ready to rumble. Einsatz in 0. Wieso starte ich nicht? Hallo? Alles gut. Ach, jetzt. Okay, wir haben 4 Ausgänge. Tankstelle, ZB, ZB und Wohnheim. Und es ist eine Nachtmap. Sehr gut. Das ist scheiße. Ja. GG. Ja, ist klar. Ich bin wieder da. Okay, kannst weiterlaufen. Na, ich dachte, ich hab was gehört. Oh. Ich hab einen gekillt! Janik! Nice, Ben! Weil beides fast ab, aber nice. Bulle und Wolle! Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört, ne? Und dann war so ruhig und dann dachte ich, das sind dann deine Schritte. Weil in dem Moment ich ja auch gelaufen bin. Ja. Da hätte sein können, dass du irgendwie kurz so minimal was gemacht hast. Weißt du? In dem Moment bin ich auch gelaufen. Weil ich so, ja, der Lauf war weiter. Ja, weißt du, man wirklich hat doch was gehört, aber nee, ist ja egal. Lass ihn mal abgelenkt werden. Aber er ist tot. Ja, alles gut. Lebst doch. Ja, bei mir ist alles rot um links. Ich hab quasi keinen Arm mehr. Ach du Scheiße. Mein linker Arm ist auf 0. So, rechts. Und dann bin ich. Nee, ich glaube, hier geradeaus. Ja, hier war ja eine lange Straße. Die verfolgen wir einfach und dann sind wir bestimmt schon gleich draußen. Okay, jetzt halt dich still. Aua. Okay, da Stacheldraht bei dir. Okay, ich hab's überlebt. Easy. Warte mal eben. Aua, oh, hier ist noch mehr Stacheldraht. Blut ich jetzt oder? Nee. Nee, ja? Ich glaub nicht. Gut. Bin auch mit Stacheldraht gekommen.
Bis wie kann man raus? Scheiß mich an. Nee. Alles klar. Ah! Wo bist? Geradeaus, aber Stacheldraht. Ich bin komplett dran. Ich bin komplett in Stacheldraht. Ich bin so tot. Alles klar, ich humpel. Alles klar, läuft von mir. Kannst mich beerdigen, Sven. Nee, du beziehst das jetzt durch. Halt nur eine kurze Rede, alles gut. Ja, wir schaffen das zusammen. Ich renne gerade übrigens, ne? Das ist meine schnellste Geschwindigkeit. Was zählt, ist die Mission. Ja, ich habe kein Bein mehr, ich habe keinen Arm mehr, alles gut. Also, das Positive hier nachher mal wieder Sketch spielen. Nicht so schnell, Sven! Opfer kommt nicht mit. Nee. Dafür nimmt man Schienen mit im Übrigen, falls man humpelt. Alles gut, Sven. Ah, ich weiß, okay, das kommt mir bekannt vor. Einfach geradeaus, ganz am Ende des Ganges. Geradeaus, da ist der Ausgang. Echt? Ja. Ab ganz am Ende geradeaus, den Ausgang kenne ich. Ich hab's gleich, Sven. Mit Mausrad kannst du übrigens deine Geschwindigkeit machen. Ja, das habe ich. Ich habe hier Wenn volle er Power ganz, drauf. wenn er ganz rechts ist, dann bist du am schnellsten. Genau, das habe ich. Okay, ich auch. Humpel! Da hast du gleich, Junge. Nur ein Tückchen. Man, das ist so. Ich habe hier 1000 Adern auf dem Bildschirm, ne? Will ich echt gern sehen. Ach du. Das ist nicht so spannend. Weißt du, was wie es ja, wenn wir jetzt so weggeballert werden? Ich bin doch gleich da. Oder ich glaube nicht, ich glaube hier rechts drauf. Ja, denk dir meine Ausrüstung und überlebe. Wie du mich angeguckt hast. Und dann warst du immer so. Man, dann leuchtet es einfach ganz so, für eine Millisekunde und dann war's das. So kurz erschrocken. Glaube ich. Wie er den Humpel den Opa zuguckst und dann war's das. Oh, Kopf, Ohren. Da wurde ich getroffen. Für mir war es der Brustkorb. Und von ein Scar. Hier, wie heißt das? Scarf? Scaff. Scarf, ja, oh, Alter.